Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces Elf. Im letzten Part hatten wir eine Punkt-Punkt-Punkt-Denkt-Euch-einen-Namen-selber-aus-Nacht. Und ja, wir haben einiges erfahren. Einige lustige Sachen über Raymond erfahren. Aber gut, wir machen weiter und wollen aufbrechen zu Lastalia. Aber Fauriel sagt, nimm den mit, Pascal. Er wird dich schützen, deshalb darfst du ihn nie verlieren. Fluffiger Schal. Den wollte Pascal für sich selbst machen. Interessant. So, fluffiger Schal. Deutliche Erhöhung der Werte. Deutliche Erhöhung. Sehr nice. Und fluffig ist immer gut. So, was haben wir denn jetzt noch? Ein Skit. Zu spät zur Umkehr. We believe that Lambda and King Richard have traveled deep into Affinia's core. Then let's take the shuttle to the world's eye and find them. You're probably tired of hearing this, but we must risk all, including our lives, in the upcoming battle. I hope you are truly prepared. The fate of Affinia rests in our hands. It's kind of terrifying to think about. But you don't have your scared face, Sharia. That's because I'll be facing it with all of you. All right, I think we're all finished with preparations. Now, let's do this. Yeah! All right. Wait, hold on. Come on, Hubert. The Oswell family vault is located somewhere in the Stratton Desert. It is possible that its contents might prove useful in the upcoming battle. Where exactly is it? I don't know its exact location, but if we use the shuttle to make a meticulous search, we might well stumble upon it. All right, and if anyone has any other places they want to check, we'd better do it now. Okay. Anscheinend haben wir noch eine kleine Zusatzmission, bevor die Welt untergeht, weil wir zu spät dort ankommen werden. Aber gut. Wir haben nach wie vor sehr, sehr viel noch an Sidequests zu erledigen, bevor wir da jetzt überhaupt reingehen, aber hey. Das ist noch nicht mal alles. Und wo kommst du denn auf einmal her? Jadegewand. Rüstung, die nur Espel tragen kann. Jadelicht gibt dem Träger den Mut, alle zu beschützen. Ja. Schöne Erhöhung der Werte. Definitiv. So. Das hat der Esperan mit Trierschutz 2, ne? Ah, stirbst du weniger, kleiner Bruder. Passt schon. So, du hast mit Trierschutz, mit Trietunika. Ja, gut. Mein Mixer muss ich aufnehmen. Schön, dass ich das gerade nochmal sehe. Was haben wir hier überhaupt noch im Mixer drin? Fell, du kommst raus. Kein Wunder, warum wir nichts mehr. Das ist. Ja. Geheimer Samen, bla bla. Wofür man die alle nochmal braucht? Geheime Flüssigkeit. Oder mysteriöse. Mein Gott, einmal irgendwas herstellen, gibt mir ein Alice momentan. Was ist das denn für eine Scheiße? Ah. Das ist sehr viel offscreen hin und her gerinne, irgendwann. So, Mixer aufladen. Danke. Oh, Moment mal, zählt das eigentlich als Laden überhaupt? Für Sticker macht man Federabzeichen. Und ein Modellschiff. Verona Katakomben. Ja, gehört alles zum Sidequesten. Kommt doch irgendwann. Instant mysteriöse Flüssigkeit. Freut mich. So. Kann ich nicht frei oder so? Okay, warte mal. Oh mein Gott, nein!
Worauf habe ich hier so null Bock? Und zwar, die Katze habe ich ja jetzt schon gefüttert. Aber ich habe nicht alle Katzen gefüttert. Wir könnten jetzt nach Cat's Corner gehen, hätten wir alle gefüttert. Aber zum Glück steht da ja, wo hier noch Katzen sind. Ah, ist das gut. Ja, dann machen wir das nochmal. Städte, Verona. Kann wirklich sein, dass ich die bei Verona nie gesehen, geholt habe. By the way, wenn wir schon mal hier sind, Anfragen nachsehen. Kommt ja auch nicht sehr oft und die Truhe habe ich wahrscheinlich immer noch geschlossen. Oder die habe ich mittlerweile geöffnet. Keine Ahnung, welche offen ist oder welche nicht. Ein heiliger Trank. Oder drei. Von mir Stimmgabe. In der Küstenhöhle. Oh, dieses ganze Offscreen-Gemache. Immer noch ein bisschen nervig, aber wir können ja jetzt zum Glück besser reisen. Oh, mein Mixer ist ja wieder. 23,11 kostet das. Warum habe ich... Ich habe den doch voll gemacht. Was? Wieso ist mit einmal 23,11 verschwunden? Ja, und mein Elb nicht erhöht. Was? Da musst du ihn mal wieder auffüllen. Danke. Ach, er ist Stempelkarte auf 5. Ja, das kann ja was werden. Brot kann ich ein bisschen kaufen. Tomaten. Das war's auch schon. Und dafür gab es einen Stempel. Den müsste ich ja theoretisch immer dualisieren die ganze Zeit. Das würde mehr Geld geben. So. Dann wollen wir doch mal nach oben. Denn hier vor dem Eingang irgendwie soll irgendwo eine Katze sein. Ich sehe keine. Moment mal. Achso, Royal Sanctuary, ja? Entschuldigung, das ist wieder woanders. Das ist rechts. Ich hatte irgendwie einen Palast im Kopf. Was ist doch da hinten weiter rechts? So, Leute, wenn ihr Story weiter erleben wollt, dann haltet Ausschau nach. Ja, wie soll ich so ein Part nennen, wenn da wieder Story drin vorkommt? Gute Frage. Oh, das war wirklich die letzte. Ja, dann nehmen wir Miau. Was? Was? Miau. Ich glaube, ihr wollt gerade mein Face sehen. Aber ich bin gespannt, wie Leute, die das nicht kennen, darauf reagieren. So, hier sind auch Menschen. Ach nee, Katzen auch. Okay. Na dann, was gibt es hier so Schönes zu holen? Ich hab doch keine Ahnung. Oh! Weißfichtensamen. Das ist der letzte Samen, der mir fehlt. Dann müssen wir gleich zurück zu Lahn. Ich hoffe mal, das ist dasselbe, wie es da gerade auf Englisch steht. Wenn nicht, dann müsste ich mich hier umgucken. Und ich will die Kiste schon mal haben. Eine Sanduhr. Gegenstand, der alle feindlichen Aktionen kurzzeitig stoppt. Für den Einsatz im Notfall. Und glaub mir, das Item kann helfen, aber es ist total Timing-Sache. Aber wollen wir doch mal gucken, was es hier oben gibt. Hier ist eine Person. Okay, hallo. Miau. Und wieder runter. What the fuck? Okay. Muss ich das nachvollziehen? Ich hoffe nicht. Wehe, es gibt hier einen eigenen Job. Entdeckung, Katzenminze. Tierische Bewertungen. Is that catnip right there? Ooh, cats can't resist catnip. Maybe we can take some with us. Hey, so you know how people say someone is like a dog or a cat?
Well, you're totally a cat, Sharia. I guess. I always considered myself more of a dog person. I bet Azbel is, too. Nah, Azbel and the captain are both total cats. Sophie and Hubert are dogs. Do you really think so? That seems completely backwards. Well, anyway, what do you consider yourself? Oh, I'm a cat for sure. Wow, that actually sounds pretty fitting, unlike the others. I never knew that's how you saw us. But, I don't know, Pascal. As much as I think it suits you being a cat, you probably shouldn't pigeonhole yourself like that. Woof! Yeah, never mind. I forgot how whimsical you can be. I'll just drop the subject now. Ach, komm schon. Fallischkarte Nummer 70, Seelos-Karte. Na, beruhigt euch, meine Lieben. Nice, kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Okay. Ja. Liebe ist schon was Wirres. Eine kleine Sache, das gibt es hier überhaupt nicht drin. What? What? Egal. I can't believe this place even exists. There are still so many places in our world that we just don't know about. Yeah, but does anyone know how we even got here in the first place? With L-O-V-E, love! Love? That's the last word I ever expected to come flying out of your mouth. Yeah, I totally agree. What are you talking about, Pascal? It's our reward for feeding all those cats! Okay. Such is love. Exactly. Huh. That's pretty deep. I'm not gonna even bother trying to understand. Tja, Filmcuts. Aber ja, es gibt hier einen eigenen Laden. Ich frage mich jetzt nur gerade, warum wir hier noch nicht kaufen können. Ach so. Ja, gut. Das, ja. Ja, Katzen hier hat uns einen Hinweis gegeben, wo wir einen geheimen Ort finden werden. Deswegen muss ich da jetzt hin. Ja. Von minus 300. Wie kann ich überhaupt akzeptieren? Ach, L1, ja super. Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht so aus dem Kopf. -392. Das kann doch niemand so genau machen, Mensch. Gibt's da nicht noch einen Trick bei? Haus des Katzenmagen. Da würde ich gerne hingehen. Wozu gibt es die Funktion, dass man da so rübergeht, wenn das nicht akzeptiert wird? Meine Güte. Aber gut. Hallo? Ist niemand da? Doch da hinten links in der Ecke. Dieses Haus wurde von Katzen erobert. Hey, da schläft jemand. Vielleicht ist er tot. Das ist nicht komisch, Hauptmann. Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nur schläft, aber... Entschuldige, hallo? Könntet ihr bitte aufwachen?
Hallo, ihr da. Ich frage mich... Entschuldigung, der Herr. Wacht auf. Wacht auf, habe ich gesagt. Oh mein Gott, auf eine schöne Frauenstimme hört er natürlich. Jetzt haltet endlich die Klappe, um Himmels Willen. Dann habe ich gerade so schön geschlafen. Was so geil wollt ihr denn? Ich habe kein Geld für euch. Hab's aus dem Fenster geworfen, wie einen alten Popel. Mann, willst du vielleicht einen Popelkrieg anfangen? Hey, behalt deine Popel bitte für dich. Ihr seid doch der Mann, dem wir in Cuts Corner begegnet sind, oder? Hä? Oh ja, richtig. Ihr seid die Typen, die ich dort gesehen habe. Wenn das so ist, gebe ich euch das hier. Das ist ein Katz-Decoder. Solange ihr den dabei habt, könnt ihr mit jeder Katze sprechen. Diese Katzkleidung könnt ihr auch haben. Oh, vielen Dank. Ich sehe, stehe ja eher auf Hunde. Interessiert ihr keinen? Katz-Decoder und Katzkleidung. Oh, eine Kiste. Milch wegwerfen. So, ich glaube Ausrüstung. Nein, Status. Ist das die Katzkleidung? Nee, da haben wir immer noch nichts. Das ist wirklich eine Ausrüstung? Dann frage ich mich, wie gut die ist. Minimale SK gehen schon mal hoch. Nur Präzision geht runter. Ja, minimale SK plus 2 ist halt der Effekt. Aber die Werte gehen auch gut hoch. Könnte hier wird auch stehen, aber Sophie, die zwei Main-Charaktere, die ich haben will, kriegen natürlich die beste Ausrüstung. Das steht außer Frage. Und ja, wir gehen jetzt nochmal... Was zählt bitte Cuts Corner? Die Landschaft doch nicht. Da muss ich da. Ich kann nicht. Mit dem Shuttle hinreisen. Ich muss immer eine Katze anfragen oder was? Okay. Ist ein nettes Feature, aber irgendwie auch nervig dann. Wenn ich mir mal den Laden angucken. Während wir noch mehr mysteriöse Flüssigkeiten herstellen, jetzt hoffentlich ein Aleth mehr haben. Ja, immerhin etwas. Videos anschauen. Das hier sind die Videos, die wir bisher gesehen haben. Plaudereien. Jetzt ist die Frage, welches Skit war das mit Hubert? Also die Skits können wir hier nachschauen, von wegen verloren, nicht verloren und so ein Spaß. Ah, es gibt natürlich eine Schnellverfahren. So, erstmal können wir dualisieren. Wunderbar, was können wir mit dem Eintopf machen? Ah, Fischeintopf, ja nee, danke. Wobei ich das offscreen machen kann. Die Frage ist jetzt, was gibt es hier Besonderes zu kaufen? Erstmal kann ich auch dualisieren. So, Tränke des Lebens. Aha, die muss ich nachkaufen. Danke. Kann ich zwar... 7 Stempel. Kann ich zwar auch herstellen, aber egal. Das haben wir... Warum habe ich das nie ausgerüstet? Das Monokel. Okay. Nehme ich einfach mal. Wow. Gut. Dann würde ich sagen, dualisiere ich auf Screen und im nächsten Part machen wir. Ich glaube, Moment. Nein, ich hatte ja irgendwann mal gesagt, von wegen Hauptstory weiter. Aber so wie es aussieht, geht es sogar mit der Hauptstory weiter.
Ups. Ich dachte, jetzt kommt erstmal dieses ganze Sidequest, aber nein. Nachdem wir das nächste erledigt haben, dann kommen die ganzen Sidequests. Okay, dann sind das ungefähr noch zwei Parts, die Hauptstory sind. Und dann fängt das ganze Sidequest an. Glaub mir, das ist, wird nicht wenig. Halt, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe doch noch was für diesen Part vergessen. Ich gehe hier aufs Screen nochmal hin. Weil wenn dualisieren, dann hier, weil hier gibt es am Anfang noch ein paar Punkte und die Punkte hier bekommen so gut, die anderen müsste ich zwar theoretisch auch noch machen, weil sie nicht auf voll sind, aber ey, das darf ich alles noch tun, wenn ich mehr Geld gespart habe, weil das hier reicht nicht mal dafür zwei Leben auf Maximum zu bringen, gefühlt. Wir haben einen Samen bekommen, her damit. Einpflanzen. Ist es so schön, all diese Blumen blühen zu sehen? Achso, das sagt Cheria. Upsi. Finde ich auch. Du magst Blumen sehr, oder Sophie? Jetzt ja, es macht mich glücklich, wenn sie blühen. Das ist schön. Hey, was ist das? Da glitzert etwas. Sieht aus wie ein Samen. Ich kann mich nicht erinnern, dass du solche Samen gepflanzt hast. Entschuldigt, aber ist das... Nein, das ist nicht möglich. Ihr arbeitet doch im Objektladen. Wisst ihr, was das ist? Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so etwas sehen würde. Das, junge Dame, ist der Samen einer unglaublich seltenen Pflanze. Hast du gehört, Sophie? Das ist ja toll. Du solltest ihn sofort einsetzen. Nicht so schnell. Wenn es wirklich ist, wofür ich es halte, könnte es schwierig zu pflegen sein. Ihr müsstet euch jeden Tag darum kümmern. Was meinst du, Sophie? Würdet ihr euch darum kümmern, Herr Verkäufer? Bist du dir sicher, Sophie? Das ist schließlich, sind schließlich deine Blumen. Ja, und diese scheint ziemlich selten zu sein. Ich bin mir sicher. Solange diese Blume blüht und die Leute glücklich macht, bin ich auch glücklich. Eine lobenswerte Einstellung. Ich verspreche, dass ich mich gut darum kümmern werde. Nach einiger Zeit sollte diese Pflanze Früchte tragen. Kommt unbedingt im Laden vorbei, wenn es soweit ist. Danke, dass ihr euch um mein Baby kümmert. Dein Baby? Ah, verschluckt. Dann bist du also seine Mutter, was? Genau. Ich hasse Frosch im Hals. So, Titel Blumenmädchen und Geheimnissamen. Look at all the flowers. Thank you, Sophie. What for, Sharia? Till now, there were never enough flowers to really call this a flower bed. It makes me happy. Then, you're welcome. In a little while, we should go ask about that seed we gave to the item merchant. He said the seed might be something rare. And if that's true, it's all thanks to you, Sophie. Thanks to me. Yes. Let's go see. Dann tun wir das doch mal gleich direkt. Auch wenn es hieß noch mehr Zeit, aber hey. Machen wir es einfach mal. Und strecken den Part noch mal ein bisschen in die Länge. Aber nein. Noch haben wir den. Wir haben kein Giftbomb mehr. Her damit. Nö. Habe ich da irgendwas verpasst? Später wiederkommen. Gut Leute, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dann geht's auf nach Galia Shaft. Oder wie auch immer das jetzt auf Deutsch hieß. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.